Hello, nice, see you again, Pax. We are in KORS in Kors, Orca Island. Our plane today is a C-46, the Curtis Commando. We are very early in the morning and we start the engines. We have problems. Motoren sind Primadonnen, auch wenn sie robust sind oder erscheinen. Aber man muss schon mit ihnen umgehen können. Wir haben die Motoren am Laufen, aber man macht es nicht so wie hier dargestellt, sondern man dreht sie erstmal leer durch ohne Zündung. Man stellt jemanden daneben mit einer Halonlanze und man macht nicht vorher volles Licht an und startet dann auf Batterie. Primen muss man und bei nasskalten Nächten, so wie heute, ist es schon etwas schwierig, den Motor so ohne weiteres ans Laufen zu kriegen. Auch reißt man nicht am Gasgestänge herum. Dieses Aufreißen mit einem Schlag kann zu einem Vergaserbrand führen. Und wenn dann niemand daneben steht, dann fackelt man die Maschine ab. Benzinpumpen sind an, Ruder sind freigängig, Klappen sind auf, Klappen sind in Startstellung. Come on, let's go! Der Start hier erinnert mich an was. Schon mal gehört? Catch 22, Kultfilm. Der letzte große Start einer Formation, B-25. Wirklich sehenswert. Target. Of course, you mustn't forget, that means that they will have no trouble at all seeing you. I believe Colonel Cathcart would like to say a few words before takeoff, men. And so, without further ado... Men, I'm not going to waste any more of your time than I have to. I want to wish you good luck on today's mission. To those of you who won't be coming back, I'd like to say we're going to do our best to take care of your wives and or sweethearts. And don't forget... General Dreidel wants to see a nice, tight bombing pattern on those aerial photographs. Everyone ready to go?
war ein Mittelstreckentransportflugzeug mit einer Spannweite von 32,9 Meter, einer Länge von 23,2. Die Triebwerke waren zwei Pratt & Whitney R2851 mit je 2000 PS. Nutzlast waren 4 Besatzungsmitglieder und 50 Passagiere oder 33 Tragbahren und 4 Begleiter oder 4536 Kilo Fracht. Das Startgewicht betrug 25,4 Tonnen. Reisegeschwindigkeit war 294 in optimaler Höhe und die Einsatzreichweite betrug immerhin 1930 Kilometer. Das führte dazu, dass sie den Big Jump flog, und zwar von Indien rüber nach China. Während des kurzen Fluges kann ich etwas erzählen über die Curtiss C-46 Kommando, das unbekannte Flugzeug. Zumindest hier in Europa fast unbekannt, selbst bei der Luftbrücke kaum eingesetzt. Die C-46 war die Militärversion des Zivilflugzeuges Curtiss-Wright CW-20, das vor dem Kriege als Konkurrent der Douglas DC-3 mit größerer Reichweite geplant war. Ihr Haupteinsatzgebiet war der pazifische Raum. Der geräumige Rumpf der CW-20 weckte das Interesse der Militärs. Die erste Bestellung umfasste 25 C-46 mit R2843 Sternmotoren mit 1491 Kilowatt, also 2000 PS, Leistung und einem Bruttogewicht von 22 Tonnen bzw. 23 Tonnen. Dann folgten 1491 C-46As mit höherer Leistung, größerer Frachttür und verstärktem Boden. 1410 Maschinen vom Typ C-46D mit überarbeiteter Nase und doppelter Frachttür. 17 C-46E mit stufenförmiger Cockpitverglasung und einer einzigen Tür. 234 C-46Fs mit doppelten Türen und abgerundeten Flügelspitzen und 160 Exemplare der R5C1 entsprechend des US-Marinekorps zur C-46A. Die C-46B, C und G waren Entwicklungsmodelle unter der Bezeichnung C-55, wurde dann die CW-20 weiterentwickelt. Wir sind airborne. Mein Co. malträtiert schon wieder die Motoren. Erst beim Starten, jetzt im Flug. Wir haben nämlich eine zu hohe Zylinderkopftemperatur. Und das, dass trotzdem die Klappen offen sind. Was heißt das? Falscher Sprit, falsche Kerzen? Irgendwas stimmt jedenfalls nicht. Naja, wollen wir ihm kein Unrecht tun. Wir haben nur 20% Sprit, das heißt, wir fliegen jetzt direkt rüber nach Victoria International, um dort voll zu tanken und weiter zu fliegen. 20% deswegen, wir wären sonst nicht aus dem Platz in Kurs gekommen. Wir haben auch einen leeren Frachtraum. Tower, this is 641 on downwind leg, over. 641 on downwind leg, cleared to land, wheels down, over. Roger. Automatic pilot, off. Booster pumps on. Your power plant should be ready for full takeoff power in case a go-around is necessary. Mixtures auto-rich, carburetor filters on, wing de-ices off. RPM. 120. 115. Don't close your throttles until you're sure of a landing. Hydraulic pressure's okay. Otherwise, you'd gunner and take off again. Cowl flaps open and locked.
Booster pumps, off. Wing flaps up. Until the engines have stopped turning over. Alden Tower, this is 641. Mission complete. Thanks for choosing us, and I hope we see us again. Thanks for watching, thanks for looking. Bye now.